Einen wunderschönen guten Vormittag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Expertengespräch zum neuen Schweizer Datenschutzgesetz. Das neue Schweizer Datenschutzgesetz wird am 1. September, heißt diesen Freitag, ohne Umsetzungsfrist in Kraft treten. Und unser Ziel des Webinars heute ist es, Ihnen aufzuzeigen, was dieses Gesetz alles beinhaltet. Und vor allem auch, was es bedeutet für die Unternehmen in der Schweiz, vor allem auch im Bereich der internen Mitarbeiterkommunikation. Es freut mich sehr, sind Sie alle heute hier, auch so zahlreich erschienen. Wir sind schon 140 Teilnehmer im Webinar. Jetzt, Sie wollen es trotzdem ganz kurz und knackig machen, in 25 Minuten, dass Sie nachher genug Zeit haben, auch Ihren Tag weiterzumachen, in den Mittag zu gehen. Deshalb werden wir nicht synchron Fragen heute beantworten, sondern asynchron. Das heißt, bitte, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese im Chat und wir nehmen diese Fragen auf und schicken Ihnen dann per Mail in einem Follow-up die Antworten zu. Sie erhalten auch im Nachgang dieses Webinars die Aufzeichnung per E-Mail, falls Sie dann gewisse Teilepunkte nochmals anschauen möchten. Dann komme ich zu den heutigen Teilnehmern des Webinars von unserer Seite. Zuerst möchte ich Ihnen Christian Lenz vorstellen. Christian Lenz, Partner bei Lenz und Kaduff, und er wird Sie hindurchführen, was das neue Datenschutzgesetz alles beinhaltet. Dann haben wir Patrick Meyer von Beekeeper, er ist unser General Counsel, und er wird Ihnen dann im Detail aufzeigen, was die neue Gesetzgebung bedeutet für die interne Mitarbeiterkommunikation. Dann noch zu meiner Wenigkeit. Mein Name ist Philipp Koos. Ich leite den Verkauf bei Beekeeper in der Schweiz und habe heute die Ehre, Sie durch dieses Kurzwebinar hindurchzuführen. In diesem Sinne möchte ich gerne Christian Lenz das Wort übergeben. Christian, schön, dass du heute da bist und sehr schön führst du uns durch, was dann das neue Schweizer Datenschutzgesetz alles beinhaltet. Gerne gebe ich dir das Wort. Ja, vielen Dank, Phil. Grüezi miteinander. Es freut mich sehr, dass das doch eher trockene Thema auf so großes Interesse stößt. Gut, ich werde Ihnen zuerst einen kurzen Überblick geben, was das neue Datenschutzgesetz mit sich bringt und Sie danach auch informieren, was würde jetzt passieren, wenn Sie gegen das Datenschutzgesetz verstoßen würde. Abschließend werde ich Ihnen noch kurz erläutern, was Sie noch machen müssten, wenn Sie sich noch nie mit dem Datenschutzgesetz befasst haben. Das neue Datenschutzgesetz, Sie sehen es auf dieser Folie, bringt eine Angleichung an die europäische Datenschutzgrundverordnung. Die für Sie wesentlichen Änderungen sind die Erhöhung der Informations- und Transparenzpflichten. Das neue Datenschutzgesetz verlangt nämlich von Ihnen, dass von der Datenverarbeitung betroffene Personen informiert werden. Zum einen, wer für die Datenverarbeitung verantwortlich ist, wofür Sie die Daten bearbeiten, wem Sie diese Daten zugänglich machen und vor allem auch, in welchen Ländern Sie diese Daten abspeichern. Alle diese Informationen sollten Sie in einer sogenannten Datenschutzerklärung festhalten, damit sich davon betroffene Personen schnell und unkompliziert einen Überblick erschaffen können. Neu müssen Unternehmen auch ein sogenanntes Datenbearbeitungsverzeichnis führen. In diesem sind alle Datenbearbeitungen, welche Ihr Unternehmen macht, zu dokumentieren. Ziel des Datenbearbeitungsverzeichnisses ist, dass jedes Unternehmen weiß, wo welche Daten gespeichert werden und von wem diese Daten aus welchem Grund bearbeitet werden. Die guten Nachrichten für KMUs sind die folgenden. Wenn Sie nämlich weniger als 250 Mitarbeitende haben, sind Sie von dieser Pflicht freigestellt, sofern Sie nicht besonders schützenswerte Personendaten bearbeiten und sofern Sie kein Profiling mit hohem Risiko durchführen. Sämtliche Personen, die von einer Datenverarbeitung betroffen sind, haben gestützt auf das neue Datenschutzgesetz zusätzliche Rechte.
So hat jede Person ein Auskunftsrecht. Das heißt, ihre Kunden beispielsweise haben das Recht, sich bei ihnen zu informieren, welche Daten sie über die Kunden gespeichert haben, wieso sie diese bearbeiten und wo diese bearbeitet werden. Solche Anfragen müssen sie beantworten, und zwar in nützlicher Frist. Sollten sie dies nicht machen, drohen ihnen sogar strafrechtliche Sanktionen. Die Leute, von denen Sie Daten bearbeiten, haben auch das Recht, die Löschung der Daten zu bearbeiten, sofern Sie diese Daten nicht mehr benötigen. Das neue Datenschutzgesetz ist geprägt vom Grundsatz Privacy by Design und Privacy by Default. Wenn man dies liest, kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht viel darunter verstehen. Dies bedeutet vereinfacht gesagt, dass Sie als Unternehmen neu verpflichtet sind, Datenbearbeitungen bereits bei der Planung so zu gestalten, dass Datenschutzvorschriften eingehalten werden. Das heißt, Datenschutz muss in Ihrem Unternehmen zukünftig allgegenwärtig sein. Wir kommen auf die nächste Slide. Neu sind Sie verpflichtet, Auftragsverarbeitungsvereinbarungen zu unterzeichnen, wenn Sie mit einem Partner zusammenarbeiten, der für Sie Daten bearbeitet. Dies bedeutet für Sie, dass sobald Sie Daten weggeben oder da eine externe Partei auf Ihre Daten Zugriff hat, müssen Sie eine solche Vereinbarung unterzeichnen. Ein klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn Sie mit einem Webhoster zusammenarbeiten, wenn Sie Ihre Daten in einer Cloud gespeichert haben, sei es jetzt Amazon, Google oder Microsoft, oder wenn Sie Ihre Kommunikation über einen Messenger durchführen. In dieser Vereinbarung muss festgehalten werden, was Ihr externer Partner unternimmt, damit Ihre Daten sicher sind. Das heißt, die Vereinbarung muss die sogenannten technischen und organisatorischen Maßnahmen festhalten, indem der Partner Ihnen zeigt, was durchgeführt und beachtet wird, damit Ihre Daten vom unerlaubten Zugriff sicher sind. Das revidierte Datenschutzgesetz enthält ferner eine erweiterte Schweigepflicht für geheime Personendaten. Das heißt, es geht darum, dass geheime Daten geheim bleiben und niemand auf diese Daten Zugriff hat, die oder der nicht Zugriff braucht. Eine weitere Pflicht, die Sie haben, ist die sogenannte Meldepflicht. Da geht es darum, was sollte jetzt passieren, wenn wider Erwarten Sie mal ein datenschutzrechtliches Problem haben. Dies kann zum Beispiel sein, weil Sie einer Attacke unterliegen und jemand Zugriff auf Daten von Ihnen hat, und dieser Zugriff unerlaubt ist. In einem solchen Fall müssen Sie zum einen sämtliche Subjekte informieren, die von dieser Verletzung betroffen sind. Das heißt, Sie müssen herausfinden, von wem wurden Daten geklaut oder zugegriffen und das ohne Erlaubnis. Danach müssen Sie diese Personen informieren. Sie müssen ebenfalls den eidgenössischen Datenschutzbeauftragten informieren. Anders als das europäische Recht sieht das Schweizer Recht keine fixe Frist vor. Das Schweizer Recht sa sagt einzig, dass die Information so rasch als möglich erfolgen muss. In Europa ist die Frist 72 Stunden. Ich empfehle meinen Klienten jeweils, sich daran zu halten und zu orientieren. Dann kommen wir auf die nächste Slide. Was sind die Risiken? Sollten Sie jetzt mal ein datenschutzrechtliches Problem haben, sieht das neue Recht zusätzliche Sanktionen vor. Die Sanktionen können dreierlei geartet sein. Zum einen sind dies zivilrechtliche Sanktionen. Das heißt, wenn jemand von einer Datenschutzverletzung betroffen ist, kann diese Person bei einem Zivilgericht eine Schadenersatzklage gegen Sie anhängig machen. Die Person oder das Gericht kann anordnen, dass sie gewisse Daten löschen, und das Gericht kann sogar
ihnen verbieten, in Zukunft Daten zu bearbeiten. Ferner gibt es auch eine verwaltungsrechtliche Möglichkeit. Da ist es so, dass der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Ihnen untersagen kann, Daten zu bearbeiten. Er kann Sie auch anweisen, gewisse Daten zu löschen und so weiter. Was Sie wohl am meisten interessieren dürften, sind die strafrechtlichen Sanktionen, die Sie bestimmt auch schon im Zusammenhang mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung gehört haben. In der Schweiz ist es so, dass mit Buße bis zu 250.000 Franken verantwortliche Mitarbeitende gebüßt werden können, welche vorsätzlich gegen gewisse Bestimmungen des Datenschutzgesetzes verstoßen. Der Gesetzgeber hat verantwortliche Mitarbeitende nicht genauer definiert. Ich gehe davon aus, dass dies in der Praxis vor allem dann die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat betreffen wird, aber jetzt nicht unbedingt eine mitarbeitende Person im IT-Department. Falls die Strafbehörden eine Datenschutzverletzung nicht einer konkreten Person zuordnen können, ist subsidiär auch ihr Unternehmen haftbar. Die Bußenhöhe ist dabei bis zu 50.000 Schweizer Franken. Was nicht vergessen werden darf, ist das letzte Risiko, das ich Ihnen aufgelistet habe, und das ist Ihre Reputation. Weil in Zukunft sämtliche Verstöße aktiv kommuniziert werden müssen, muss auch davon ausgegangen werden, dass gewisse Verstöße gegen das Datenschutzgesetz auch von den Medien aufgenommen werden. Das heißt, ich sehe da ein großes Reputationsrisiko, falls jetzt ein Medium von einem Datenschutzverstoß Ihres Unternehmens mit oder Wind bekommen würde und das dann publik macht. Gut, wir kommen noch zu meiner letzten Slide. Das sind Ihre To-Dos. Was gibt es für Sie nun zu tun? Wenn Sie bereits sich im Zusammenhang mit der europäischen Datenschutzgesetzgebung mit Datenschutz befasst haben, habe ich gute Nachrichten für Sie. Da müssen Sie nämlich nichts machen. Falls der Datenschutz bei Ihnen noch nie ein Thema war, kommt leider ein bisschen Arbeit auf Sie zu. In der Regel empfehle ich meinen Klientinnen und Klienten zuerst eine Bestandesaufnahme zu machen, ein sogenanntes Data Mapping. Da wird geschaut, wo haben wir welche Daten, wo werden die gespeichert, wo werden sie bearbeitet, wer hat Zugriff darauf und so weiter. Besser spät als nie, es ist noch nicht zu spät. Wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Gestützt auf die Bestandesaufnahme geht es in einem nächsten Schritt darum, die benötigten Dokumente auszuarbeiten. Das ist zum einen die Datenschutz, zum einen die Datenschutzrichtlinie, wo Sie dokumentieren, welche Daten Sie wo speichern und wo bearbeiten. Und allenfalls müssen Sie auch noch die Liste machen, wer auf welche Daten Zugriff hat. In einem letzten Schritt geht es dann darum, die Prozesse, die Sie in Zukunft einhalten müssen, zu definieren und einzuführen. Besonders wichtig sind für Sie Prozesse bei Datenauskunftsbegehren. Das heißt, wenn einer Ihrer Kunden oder Partner von Ihnen wissen will, welche Daten Sie wo gespeichert haben, dass dann diese Anfragen rechtzeitig beantwortet werden. Und zum anderen der ebenfalls wichtige Prozess im Falle einer Datenschutzverletzung, dass Sie dann wissen, was Sie zu tun haben, dass Sie wissen, wer und wie informiert werden muss. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Ich gebe gerne zurück zu dir, Phil. Herzlichen Dank, Christian, für diese sehr detaillierten Ausführungen zum neuen Datenschutzgesetz und auch den Handlungsoptionen, die sich nun ergeben für die Unternehmenslandschaft. Was mich jetzt sehr interessiert, und da möchte ich gerne auch zu unserem nächsten Teil kommen des Webinars, ist, ja, was bedeutet das konkret für die interne Kommunikation? Ich bekomme viele solche Fragen von meinen Kunden, die ich betreue, die da ja noch sehr unsicher sind. Und ja, deshalb haben wir heute Patrick Meyer dabei. Patrick, bitte führ uns doch einmal durch, was das konkret heißt für interne Kommunikation
Stichwort WhatsApp. Gerne. Gerne. Danke, Phil. Danke alle, dass Sie dabei sind heute. Bezüglich WhatsApp kannst du schon auf die nächste Slide gehen. Bezüglich WhatsApp, was wir oft sehen, ist, wir sehen oft bei unseren Kunden, dass die Alternative zu vor die Einführung von Beekeeper ist oft das private WhatsApp von den Mitarbeitern. Und so wird Kommunikation, interne Kommunikation manchmal durchgeführt. Und das ist vermutlich nicht die beste Idee oder ist eher eine schlechte Idee. Und ich werde euch durchführen, wieso und was sind die Risikos, dass man hat, wenn man so handelt. Ich würde zuerst WhatsApp fragen. Darf man das WhatsApp-Nutzung für interne Kommunikation durchführen? Und wenn man die Nutzungsvereinbarung von WhatsApp durchliest, sieht man klar, dass es nur für private Kommunikation geeignet ist. Aber das heißt noch nicht, dass es ein Problem bezüglich Datenschutz triggert. Das zweite Challenge, das man oft hat mit WhatsApp, ist, man hat keine direkte Datenvereinbarung für persönliche und Kundendaten und man erfordert so einen Vertrag unter DSGVO und auch das neue Schweizerische Datenschutzgesetz. Es hat erhöhte Sicherheitsrisiken und Gefahr von Datenverlust, weil man als Arbeitgeber die Kontrolle auf diese Daten komplett verliert. Wenn den Vertrag von ein neuen Mitarbeiter durch WhatsApp geteilt wird, dann kann es sehr einfach, kann das Mitarbeiter auch einfach nachher diesen Vertrag durch WhatsApp weiter transferieren, weil es nicht es ist eine offene Plattform und nicht eine geschlossene Plattform, wo die Nutzer klar identifiziert sind durch den Arbeitgeber. End-to-End-Verschlüsselung bietet WhatsApp auch, was oft gut anhört, aber in interner Kommunikation ist vermutlich etwas problematischer, weil das erlaubt nicht den Arbeitgeber, wenn er es braucht, auch das Content von dieser Kommunikation zu sehen, weil die Verschlüsselung durch End-to-End durch entweder einen Arbeitgeber oder WhatsApp gar nicht decrypted sein kann. Datenlöschung bei WhatsApp nach einem Mitarbeiterwechsel ist nicht möglich, weil die Daten mit die Person bleibt und es braucht das Mitarbeiter muss diese Anfrage zu WhatsApp machen, der Arbeitgeber kann es da gar nicht. Die drei nächsten Punkte mit fehlenden Nutzerverwaltungsfunktionen, Zwei-Faktor-Authentifizierung oder keine Integration zu anderen Dienstleistungen und Programmen sind mehr Funktionalitäten, dass WhatsApp gar nicht Standardfunktionalitäten, dass man sieht für interne Kommunikationstool. WhatsApp bietet das gar nicht, weil es gar nicht für interne Kommunikation durchgedacht ist. Und das Letzte ist die Trennung. Es hat keine Trennung von Arbeits- und privater Kommunikation und das kann auch Kopfschmerzen geben zu HR-Abteilungen bezüglich Überstunden und solche Fragen. So, das ist ein bisschen die Übersicht, wieso wir bei Beekeeper gegen die Nutzung von WhatsApp als internes Kommunikationstool raten. Phil, kannst du auf die nächste Slide gehen? Das ist ein bisschen ein Anwendungsbeispiel, wenn man es machen würde. Wo gibt es dann diese Datenpannen? Es gibt es in mehrere Orte der Kette, zum Beispiel nur mit der Installierung. Wenn man WhatsApp oder ähnliche Messenger-Dienste installiert auf sein Telefon
Um es zu benutzen können, muss man die Kontakte freigeben, dass man hat. Das sind schon personenbezogene Daten. Und schweizerisches Recht, was ein bisschen anders ist als EU-Recht, hat man eine Informationspflicht, wenn Daten im Ausland gespeichert oder verarbeitet werden. Und da ist es das Fall mit WhatsApp und das ist die erste Panne. Die zweite Panne kommt auch nachher während der Nutzung, wenn ein Mitarbeiter A mit dem Mitarbeiter B bezüglich Arbeit oder im Rahmen ihrer Arbeit kommunizieren durch WhatsApp und alles geht okay, bis persönliche Daten kommen. Und persönliche Daten sind Daten, die eine Person entweder identifiziert oder identifizieren kann. In diesem Fall Matthias Schmidt ist ein Name, das ein personenbezogenen Daten und das ist schon die erste Kommunikation auf da. Den Vertrag von Matthias Schmidt hat vermutlich auch seine Adresse drin, hat sein IBAN-Konto zum Beispiel drin. Das sind auch persönliche Daten und das ist das Zweite. Und wo kommt, was ist die Panne da? Das ist wirklich dieser Datenverarbeitungsvertrag, das man braucht. In DSGVO, auch so in schweizerisches Recht, muss man einen Vertrag haben für die Datenverarbeitung zwischen dem Supplier und der Arbeitgeber in diesem Fall. Phil, kannst du nächstes Slide gehen? Wir haben hier ein Do's and Don'ts ein bisschen gemacht. Wie kann man richtig kommunizieren als intern kommunizieren als ein Unternehmen? In die Don'ts gehe ich schnell. Nicht ungeeignete Messenger nutzen wie WhatsApp sind da problematisch, weil sie nicht für interne Kommunikation durchgedacht sind. Interkommunikation muss nicht über ein ungesichertes Kanal durchgeführt sein. Sensible Daten ungeschützt speichern. Sensible Daten können persönliche Daten sein, aber es können auch Unternehmensdaten sein. Datenschutz bei privaten Messenger-Nutzung unbeachtet lassen. Das wären für uns die Don'ts und die Do. Ich würde da raten, da ein Verbot in die Policy, interne Policy reinzuschreiben, wo man klar die Mitarbeiter informiert, dass man darf nicht interne Kommunikation durch unsichere Messenger benutzen. Es hat auch eine Pflicht für den Arbeitgeber, nötige Arbeitsmittel zum Arbeitnehmer zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dass man muss das auch in diesem Sinn anschauen. Partnerwahl, man muss auch den Partner prüfen zu DSGVO, wenn applicable, oder das schweizerische DSG-Konformität. Sicherheitsprüfung des Anbieters, man muss auch diese so geheißene TOMS anschauen. Das kann man auch durch ein Zertifikat wie die ISO-Zertifikat machen. Und nur Anbieter mit einem Datenverarbeitungsvertrag einsetzen. So, das ist ein bisschen die Sicht, dass wir haben. Und wir haben versucht, ein bisschen so Tricks und Tipps zu geben. Und danke, das war's für mich. Danke, Phil. Danke vielmals, Patrick, für auch deine Präzisierungen, was das nun heißt. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, Sie haben gesehen, es gibt, denke ich, einige Wege und Lösungsansätze, wie Sie diese Konformität zum neuen Datenschutzgesetz erreichen können. Ein Weg kann Beekeeper sein. Beekeeper kann da ein Partner sein, wie wir unterstützen, dass Ihre Kommunikation datenschutzkonform wird. Für alle, die Beekeeper noch nicht kennen, Beekeeper hat eine Mitarbeiterapplikation entwickelt für sogenannte systemrelevante Arbeitskräfte. Was ist jetzt eine systemrelevante Arbeitskraft? Das ist eine Arbeitskraft, die nicht wie die meisten hier jetzt von uns
an einem PC arbeiten, sondern Mitarbeitende, die zum Beispiel draußen sind auf der Baustelle oder im Spital am Patienten arbeiten oder in Produktionshallen Maschinen bedienen oder auch auf dem Retail-Shopfloor Kunden bedienen. Diese Mitarbeiter haben oft nicht alle diese digitalen Tools, die wir im Büro haben. Wir sprechen hier von einer digitalen Kluft zwischen diesen zwei Welten. Und genau da kommt Beekeeper zum Einsatz und bringt eigentlich all diese Unterstützung, diese Unterstützung und all diese digitale Tools direkt auf die Hand, nämlich auf das Smartphone der Mitarbeitenden. Neben der Kommunikation gibt es auch sehr viele weitere Use Cases, die wir abbilden, so im Bereich Produktivität, im Bereich Mitarbeiterdienste. Aber das ist jetzt nicht das Thema von heute. Heute die wichtigste Kernaussage für Sie zum Mitnehmen ist, dass Beekeeper, wenn Sie Beekeeper einsetzen, bietet das eine datenschutzkonforme Unternehmenskommunikation. Wir haben alle wichtigen Voraussetzungen erfüllt, eben Konformität zum DSG, zum DSGVO. Wir haben die wichtigsten Zertifizierungen oder die Zertifizierungen, die man haben muss, um Konformität zu haben, ISO 27001, 017 und 018. Wir haben die Datenschutzvereinbarung mit den Kunden und wir werden auch immer wieder geprüft von den Datenschutzbeauftragten, zum Beispiel auch vom Kanton Zürich. Genau, wenn Sie jetzt das einmal sich selber anschauen möchten, die Zeit noch nutzen bis Freitag, wenn das Gesetz live geht, dann können Sie gerne einmal hier den QR-Code scannen, Ihre Kontaktdaten eingeben und dann können Sie direkt ein Testkonto eröffnen. Mein Team freut sich sehr, Sie dann auch hier auf diesem Weg zu begleiten, zu beraten und ja, einfach Ihnen die Möglichkeit geben, das Ganze einmal auszuprobieren. Auf jeden Fall bekommen Sie im Nachgang dieses Webinars ein Handbuch zugestellt. Da finden Sie nochmals alles schön zusammengefasst auf ein paar wenige Seiten, was jetzt dieses Datenschutzgesetz beinhaltet und was das für Sie bedeutet, auch gerade im Bereich der internen Kommunikation. In diesem Sinne möchte ich Danke sagen, danke auch im Namen des ganzen Beekeeper-Teams, dass Sie heute teilgenommen haben. Wie gesagt, die Fragen, die Sie gestellt haben, nehmen wir auf und beantworten diese dann schriftlich im Nachgang des Webinars. Ich danke Ihnen nochmals und ja, wünsche Ihnen jetzt einen weiterhin sehr erfolgreichen Start in Ihre Woche.